Kompakt, schnell einsatzbereit, kein Gas, keine Kohle, Kontaktgrills. Doch was taugen die Geräte? Das wollen wir wissen und schauen uns vier Modelle genauer an. Ein günstiges Gerät von Klartronic für knapp 25 Euro. Etwas teurer der Kontaktgrill von Severin. Das Modell von Tefal kostet ca. 60 Euro. Das teuerste in unserer Stichprobe, das Gerät von König für 70 Euro. Bei den Preisen unterscheiden sich die Geräte deutlich. Gemeinsam ist allen, sie funktionieren mit Strom. Doch wie sicher sind sie? Das checken für uns die Experten des Prüfinstituts VDI. Wir haben uns hier die elektrische Sicherheit der Grills angeschaut und da speziell die Spannungsfestigkeit. Die ist deshalb wichtig, dass in einem Fehlerfall das Metallgehäuse der Geräte nicht mit Strom beaufschlagt wird und es hier nicht zu einem Stromschlag kommen kann. Bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, dauert es einige Tage. In der Zwischenzeit probieren zwei Profis die Kontaktgrills in der Praxis aus. Grillmeister Hans-Peter Berger. Er kennt alle Tricks, wenn es darum geht, etwas Leckeres auf dem Rost zuzubereiten. Und Tim Ruthardt, Fachberater für Grills aller Art. Ob Holzkohle, Gas oder Elektrogeräte, er weiß, worauf es ankommt. Erster Testpunkt, die Handhabung. Die Grillprofis legen Wert auf gute Verarbeitung und einfache Bedienung. Hier fällt mir auf, dass man, wenn man Stecker reinmacht, dass er nicht direkt heiß wird. Man kann hier regulieren, finde ich gut. Und da fällt mir auf, dass das ein ganz einfach verarbeiteter Kontaktgrill ist. Jeder bedient zwei Geräte. Unterschiede entdeckt auch Team Ruthardt. Beide sind recht leicht vom Deckel her. Das rechte Gerät hat eine größere Auflagefläche. Das linke Gerät ist ziemlich klein. Also eher so für einen Ein-Personen-Haushalt. Ja, ansonsten würde ich schon sagen, dass das rechte Gerät von der Verarbeitung her stabiler und massiver ist. Stecker rein und los geht's. Nicht ganz. Es dauert etwa 4 Minuten, bis alle Geräte ihre Betriebstemperatur erreicht haben. 150 Grad sollten es zum Grillen mindestens sein. Das schaffen alle. Am heißesten wird der König mit etwa 250 Grad. Zurück zum Labor. Hier messen die Ingenieure gerade die Griffe. Sie dürfen nicht heißer werden als 60 Grad. Eines der Kriterien, die untersucht wurden. Wir haben uns die 4 Kontaktgrills in Kurzchecks auf elektrische Sicherheit, mechanische Sicherheit und die Temperatur an den Handgriffen angeschaut. Und wir können sagen, bei all diesen 3 Kategorien gab es keine Beanstandung. Das nächste und wichtigste Kriterium, die Grillleistung. Dazu kommt der Klassiker auf den Grill, ein Schweinenackensteak. Vorteil der Kontaktgrills, das Fleisch muss nicht gewendet werden, weil es von beiden Seiten erhitzt wird. Hans-Peter Berger entdeckt aber einen deutlichen Unterschied zum klassischen Grill. Problematik ist, dass hier zwischen dem Kontaktgrill sehr viel Feuchtigkeit entsteht, die nicht weg kann. Und deswegen kriegt man nicht so eine perfekte Farbe hin wie beim normalen Grill. Und wie schmecken die Steaks vom Kontaktgrill? Dazu haben wir 2 Testesser eingeladen. Michael Bächle und Marco Kleen aus Mainz probieren für uns die Steaks. Natürlich ohne zu wissen, auf welchem Gerät das Steak vorher gegrillt wurde. Kleines bisschen zäh, aber ansonsten schon noch ein bisschen auch saftig noch und ja, schmeckt. Ob das überhaupt geht? Ein bisschen schwierig zu kauen. Hm. Finde ich jetzt nicht überschlimm, aber. Die Oberfläche ist natürlich immer noch am besten. Ja. Also es ist relativ saftig noch, finde ich. Es ist nicht so zäh. Das ist nicht das ganz große. Also für mich hat das Blaue gewonnen, würde ich sagen. Wäre jetzt mein Favorit von allen 4. Kann ich mir leben, ja. In Sachen Geschmack kann der günstige Severin am meisten überzeugen. Und wie kommen die Geräte mit Sandwiches zurecht? Toastbrot, dazwischen Käse, Schinken und Ananas und obendrauf nochmal Toast. Die Grills schaffen auch dicke Sandwiches ganz gut. Nur bei dem Gerät von Klartronic hat Hans-Peter Berger etwas auszusetzen. Dass man hier die Arretierung nicht zubekommt, das heißt, das ist zu knapp bemessen. Das sollte eigentlich zu arretieren sein, dass man hier
schönen Anpressdruck hat. Für einen Kontaktgrill ist das wichtig, das funktioniert hier leider nicht. Und wie schmecken die Sandwiches? Man kennt das ja ganz oft bei Toast Hawaii, dass man sich schön mit der Ananas dann die Zunge verbrennt. Die ist sehr gut geworden darin, also ist nicht zu heiß. Schmeckt irgendwie, obwohl er nicht so aussieht, ein kleines bisschen verkohlt, ganz leicht nur. Klarer Gewinner ist schon der Orange. Ja. Der dritte Testpunkt, die Reinigung der Geräte. Nach jedem Grillen sollte man die Heizplatten sauber machen. Klares Wasser reicht oft aus, denn sie sind beschichtet. Also ein guter Tipp ist immer, sauber machen, solange die Grillauflage noch warm ist. Natürlich nicht glühend heiß, aber warm sind, dann lassen sich die Fettstoffe viel besser lösen und wegwischen, wie wenn er komplett durchgekühlt ist. Deutlich leichter geht das Saubermachen mit abnehmbaren Heizplatten. In unserer Stichprobe hat die nur der Grill von König. Auch das ein Grund, warum er bei den Grillprofis gut ankommt. Kontaktgrill von König fand ich persönlich jetzt für mich am besten, weil er abnehmbare Grillplatten hat, die man sehr gut reinigen kann, gute Hitzeentwicklung, viel Platz auf der Fläche, passen gut zwei Steaks, zwei Hamburger, zwei Toast rein. Ich habe eigentlich schon fast zwei Favoriten. Zum einen der König, weil er optisch, also vom Design her, sehr schön aussieht. Er hat eine große Grillfläche. Und zum zweiten wäre der Severin noch ein Favorit von mir, weil er halt eine sehr gute Hitzeentwicklung hat und das Grillergebnis am Ende auch gestimmt hat. Fazit: Technisch sind alle Geräte in Ordnung. Die Grillprofis fanden die Geräte von König und Severin am besten. Beim Geschmack hatten diese Grills ebenfalls die Nase vorn. Insgesamt hat der König-Grill gewonnen, ist aber mit 70 Euro der teuerste in unserer Stichprobe. Klappt dahinter das Gerät von Severin mit 30 Euro unser Preis-Leistungs-Sieger? Schnell und unkompliziert grillen. Dafür sind Kontaktgrills bestens geeignet. Und es muss noch nicht mal ein teures Gerät sein.